Kann er mit seiner Art alle täuschen? Ich bin ja so ein lauter, quirliger, lebenslustiger. Ich glaube nicht, dass sie mich, die Mehrheit wird mich nicht als Verräter einschätzen. Aber was ist, wenn Massimo Sinato gar nicht unter die Verräter geht, sondern ein Loyaler wird? Es kommt immer auf die Gruppendynamik an. Das kann man so pauschal nicht antworten. Wir nehmen an, ich bin ein Loyaler und werde die ganze Zeit falsch beschuldigt, dann ist es bestimmt eine verdammt schwierige Aufgabe. Und wenn gerade so drei Verräter dann die Strippen gegen einen Loyalen ziehen, der wahrscheinlich schon, wie sagt man, die Lunte gerochen hat und weiß, wer wohlmöglich die Verräter sind, ist das die schwierigste Aufgabe, weil man ist man schneller aus dem Haus, als man gucken kann. Ja, was glaubst du denn, wie hart das einfach generell wird für euch alle da drin in dem Spiel? Ich glaube, zum einen ist es viel einfacher, mit der Wahrheit zu leben, als mit einer Lüge. Der Verräter trägt ja quasi immer eine Lüge mit sich. Erst wenn er sich verteidigt, weiß er ganz genau, er ist der Bad Cop. Und die Loyalen müssen sich verteidigen und kennen die Wahrheit und können ja dazu stehen, dass sie eben keine Verräter sind. Ich glaube, der Verräter zu sein, es hat einen höheren Druck einfach. Druck, mit dem er umgehen kann. Massimo Sinato ist Profitänzer. Seine Tanzkarriere beginnt bereits im Alter von 10 Jahren. Als Teenie nimmt er an Turnieren teil. 2001, mit 21, gewinnt er zum ersten Mal eine Meisterschaft. Es folgen zahlreiche sportliche Erfolge. 2010 ist er das erste Mal Profi bei Let's Dance und gewinnt mit ihr die Staffel. Sofia Tomala und Massimo Sinato! In den letzten 14 Jahren wird er zu einer Art Urgestein von Let's Dance und gewinnt vor 4 Jahren dann ein zweites Mal den Pokal. Und auch privat hat Massimo Sinato Let's Dance einiges zu verdanken. 2012 tanzt er mit Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Rebecca Mir. Die beiden ertanzen sich zwar nur den zweiten Platz bei Let's Dance, ein Happy End gibt's aber trotzdem. Massimo und Rebecca verlieben sich ineinander und machen 6 Monate nach der Tanzshow ihre Liebe öffentlich. In den letzten 10 Jahren, was sehr wichtig war. Naja, ich würde mal sagen auf jeden Fall, dass ich bei der Sendung Let's Dance mitmachen durfte und dementsprechend meinen Traummann kennengelernt habe. Und bei Ihnen? Ja, Dito, geht mir genauso. Nur 3 Jahre später heiraten die beiden. 2021 bekommen sie ein Baby. Den Namen ihres inzwischen 3-jährigen Sohnes behalten sie für sich. Auch sein Gesicht zeigen sie nicht, bewusst. Ja, in Sachen Privatleben hält sich das Paar bedeckt. Aber wird der 43-Jährige seine Deckung auch im Spiel halten können? Und meine Frau und ich, wir schauen ja gerne Krimis. Und wir lieben es, in den ersten Folgen zu erraten, beide, wer der Täter ist. Und wir spielen dann immer so ein Spiel. Findet sie es zuerst heraus oder ich? Und es ist ähnlich jetzt wie bei die Verräter. Ich muss herausfinden, wer der Verräter ist. Oder ich muss schauen, dass ich ein so guter Loyaler bin, dass die Verräter mich ganz spät erst rauswählen oder ermorden. Es ist spannend. Wie gut kannst du denn lügen? Ich glaube, jeder Mensch lügt irgendwo im Alltag. Sei es, ich bin zu spät gekommen, weil ich 10 Minuten im Stau stand. Oder sind diese kleinen Lügen oder... Aber so eine Lüge mit sich zu tragen, ist keine einfache Aufgabe. Man muss ja nicht nur die Lüge mit sich tragen, sondern das Spiel spielen. So, jeder Kandidat ist wie so ein Tanz. Der eine ist Walzer, aber hinter ihm steckt dann doch ein gemeingefährlicher Passedobel. Der andere ist eine lustige Samba, so wie ich, fröhlich, freundlich. Der andere ist ein Tango. Und das ist vielleicht der schwierigste Tanz, den ich je tanzen musste. Klar ist, es wird nicht nur schwierig, sondern auch vor allem nervenaufreibend. Die Stimmung unter den Kandidaten ist jedenfalls jetzt schon angespannt, denn niemand weiß, was passiert. Wie war das denn gestern, als ihr aufeinander gestoßen seid alle? War das irgendwie so eine besondere Atmosphäre? Beim ersten Zusammenkommen merkt man schon, dass man so beschnuppert wird. Und man wird so von oben bis unten gescannt. Jetzt hat noch keiner eine Rolle zugeteilt bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn dann jeder seine Rolle kennt. Ich glaube, dann wird das noch intensiver. Hast du denn schon jemanden im Auge, der ein guter Verräter sein könnte? Ich habe schon 2, 3 im Auge, wo ich glaube, die könnten gute Verräter sein. Also von der schauspielerischen Leistung definitiv Jan. Und ich glaube auch Oliver. Nur es wäre zu offensichtlich, wenn beide es wären. Ich kann mir vorstellen, dass... entweder Gerda oder Jessica Paschka, wir brauchen eine Frau. Und irgendjemand ganz Unscheinbares, von dem man es am wenigsten erwartet. Was krass wäre, wenn Bruce ein Verräter wäre. Bruce hat dieses Pokerface. Man weiß nicht, was er denkt. Er scheint sensibel
Und man würde ihm nicht die Bösewicht-Rolle zutrauen. Ich nehme mal, der Verräter ist ja im Prinzip der Bad Cop. Und ich glaube, dass Bruce derjenige wäre, von dem man es am wenigsten erwarten würde. Noch bleibt es ein Rätsel, wer die Verräter sind. Vielleicht trifft es ja sogar Massimo, aber der scheint schon einen Plan zu haben. Heute steht ja noch der runde Tisch an. Was glaubst du, wie das so ist, wenn ihr alle die Augenbinden abnehmen werdet? Was hast du dir da vorgenommen? Ich glaube, es ist ein sehr spannender Moment, wenn die Augenbinde abgenommen wird. Ich werde mir auf jeden Fall die Gesichter anschauen und bin gespannt, wie die Reaktionen danach sind. Ob man vielleicht schon was lesen kann, erkennen kann. Es ist jetzt ganz wichtig, dass man seine Augen offen lässt, seine Ohren spitzt und zweimal hinsieht und genauer hinhört. Genau hinhören, hinsehen, seinen Gegner lesen, da sieht sich Massimo klar im Vorteil. Ich als Tänzer, Choreograf und Coach bei Let's Dance habe vielleicht eine Stärke. Ich kann Körpersprache lesen, also ich glaube, Körpersprache lesen zu können. Und ich bin gespannt, wie gut ich diese Stärke hier ausspielen kann. Und diese Herausforderung nehme ich gerne an. Ja, er ist bereit für die Herausforderung. Und vielleicht gelingt es ihm, mit seiner lauten, lustigen und quirligen Art seine Mitspieler perfekt zu täuschen. Streamt jetzt Die Verräter auf RTL Plus. Hier klicken. Ihr wollt keine Verräter-News verpassen? Dann vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Verräterwelt klickt hier.